Foto a Gogo. Ari zeigt auch heute wieder schöne, bemerkenswerte, verstörende Bilder aus dem Archiv. Heute mit Spezialgast Big Sis. Direkt aus dem Stadtmuseum Aarau, mitten hinein in dein Herz. Und hier ist er. Please welcome Simon Ari. Ja, danke schön. Danke sehr, danke für zahlreiches Erscheinen. Wir sind hier wiederum bei Foto a Gogo. Es hat im Ringier Bildarchiv 7 Millionen Bilder insgesamt und die zeige ich euch, und zwar jetzt. Hier ist eine Frau und ein Mann, sie schätzt offensichtlich Trauben. Er findet Boulet gut. Auch gut ist, wenn man Sprössling ist von der Knie-Dynastie und heiratet, es hat viel Glöhn dabei. Das ist ja auch sonst so, wenn man heiratet, nur man sieht man es sonst meistens weniger gut. Im Heiraten ist ja die Wahl von Partnerin, vom Partner wichtig. Man sollte auf den Beruf achten. Das ist das Penthouse Pet of the Month. Monika Kählin, 1980, hat sich für den Fußballer Fritz Künzli entschieden. Das ist eine okay Wahl. Die Frau hingegen hat sich für einen Formel 1-Fahrer entschieden. Joseph, das war sein Name. Das war nicht eine gute Wahl. Auch hier ist jemand gestorben. Die hingegen, die leben noch. Das hier ist eines meiner Lieblingsbilder aus dem Archiv und es zeigt schön, dass es der Pressefotografie gut tut, wenn man sie von ihrer informativen Aufgabe befreit. In der Zeitung ist nur der rot eingerahmte Teil gekommen und es hat eine Bildlegende gegeben, Flugzeugabsturz, Polizist und Hund, sie suchen Wrack- oder Leichenteile, aber wenn man das nicht weiss, ist es einfach nur schön. Hier ist ein Fisch gestorben, 15'000 Liter Benzin, sie bei Wiel St. Gallen in die Tour geflossen. Der Fisch hingegen ist gestorben, weil er als Kind in einem Metallring geschwommen ist. Das hier ist ein Tatort. In diesem Wochenendhäuschen sind im Kanton Solothurn in Seewen 5 Menschen ermordet worden. Die Ermittlungen haben zu lange gedauert, also ist der Tatort auf das Polizeirevier gezögert worden. Der Fall ist ungeklärt bis heute. Das ist auch ein Täterauto. Das ist sonst ein Auto, das man drin Waren transportieren kann, zum Beispiel Würste. Das hier ist eine Strasse, sie wäre geeignet für Auto, aber es hat hier keine. So haben Autobahnen im Jahr 1973 in der Schweiz oft ausgesehen. Warum das so war, ist unter anderem ein Thema von heute. Wir schauen uns die schönsten leeren Autobahnen von der Schweizer Geschichte an. Das sind keine Fans vom Frauenstimmrecht. Das ist landsgemeinde Drogen. Das hier hingegen, das sind jetzt Fans am Barclay James Harvest Konzert in Winterthur. Und volle Stadien mit viel Publikum und leeren Autobahnen, das sind beides so Themen, die wir heute werden genauer anschauen. Und ich mache das nicht allein. Unsere Gästin hat sich schon früh in der Männerdomäne Rap einen Namen gemacht. Zuerst mit grosser Klappe, vor allem aber mit grosser Wortkunst. Sie hat letztes Jahr ein Album rausgegeben und jetzt wäre sie wahrscheinlich im Prinzip auf Tournee. Sie ist easy googable. Ihr kennt sie sowieso. Hier ist sie, Big Sis. Hi, Siska. Hoi. Du wärst auf Tournee wahrscheinlich im Moment, oder? Ja, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, was wäre, wenn es anders wäre. Aber es wäre sehr gut möglich. Könnte man aber sagen bei dir, dass es dich schon früh auf die Bühne hat gedrängt? Da bin ich der Robin Hood. Das war ein grosses Vorbild von mir. Ich bin als Einzelkind mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und durch das mega viel mit Erwachsenen zusammen und habe dann auch oft den Clown gemacht bei denen. Also nicht eine Theaterproduktion, einfach Clown spielen für Erwachsene hier jetzt. Das ist Fasnacht. Das war meine Verkleidung für die Fasnacht. Ich glaube, 3-mal hintereinander als Robin Hood. Okay. Winterthur in der Merkgasse mit dem Pfeilbogen. Und dann bin ich das Geld der Reichen stellen, um den Armen zu verteilen. Sehr nice. Hast du etwas zu trinken? Ich würde dir mega gerne etwas zu trinken anbieten. Ich habe ein bisschen Wasser da. Sagen wir es mal so, wenn man ein AC/DC-Konzert würde gehen und die Band nicht sieht, der kennt man ja schon ungefähr am Publikum an, was hier passiert. Wir spielen ein Spiel. Wer steht hier auf der Bühne? Okay. Ich würde sagen,
Eros Ramazzotti. Genau. Da hier ist jetzt nicht im engeren Sinne ein Konzert, aber es kommt eine Band oder eine Künstlerin, ein Künstler am Flughafen Zürich. Willst du eine Auswahl? Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich Rolling Stones. Ja. Das ist richtig. Es ist entweder Beatles oder Rolling Stones. Die Frage, die ja dann oft kommt in der Populärkultur, bist du Beatles oder bist du Rolling Stones? So wie bist du, hast du lieber Hunde oder Katzen? Und die Frage Rolling Stones oder Beatles, interessiert dich die? Ja, eigentlich nicht wirklich, weil mittlerweile muss ich sagen, ich glaube nicht an Genies. Beatles habe ich nie so gefühlt, aber die sind schon okay gewesen. Und Stones sind einfach alte Sexisten. Da habe ich noch lieber, wenn wir von alten weißen Männern reden, habe ich noch lieber nicht Stones, sondern auch nicht The Who, sondern Kiss. Nein. Ramones. Nein. Wir hatten das Telefon, der könnte jederzeit anrufen. Ah, die haben mega viele Hits gehabt. People try to put us down, talking about generation. The Who. The Who. Das ist The Who. Nein, das ist aber nicht The Who. The Clash. Nein. Also du bist jedenfalls sehr fest Fan von einer Band, die wir aber nicht wissen, wer es ist. Und dann hatte ich das erste Mal Sex dazu gehabt, zu einem Tape, wo nur Musik von denen drauf war. Okay, aber wir wissen nicht, wer es war. Also ich sage, es ist nicht Madonna, es ist nicht Tic-Tac-Toe. David Hass. Oh. Nein, in diesem Fall DJ Bobo. Absolut. Da ist er. Sehr gut. Siehst du dich als weisse alte Frau noch? Tust du immer weiterfahren und rappen bis in höchstes Alter? Ich bin einfach im Moment froh, bin ich ein alter weisser Mann. Ja. Weil sonst möchte ich wahrscheinlich konsequenterweise sagen, vielleicht sollte ich jetzt mal die Schnur haben. Aber so, ja, ich mache einfach weiter. Okay. Nein, nein. wow. Also, am liebsten würde ich eigentlich Score sagen. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht stimmt. Ich tendiere zwischen Backstreet Boys und David Hasselhoff. Weil Robbie Williams, der ist ein bisschen später, die sehen irgendwie nicht ganz aus dieser Zeit aus. Wir sind 1998 hier. 98? Ah, okay. Also, dann sage ich Backstreet Boys. Das ist der David Hasselhoff. Ja, und was ist jetzt da passiert? Ein Phallus-Symbol ist umgestürzt. Ja, es ist einfach eine falsche Antwort. Da stürzen hier einfach Häuser zusammen. Das ist tatsächlich der David Hasselhoff hier auf dem Bürkliplatz. Wie sind denn die an dir vorbei in deiner Zeit? Der DJ Bobo, der David Hasselhoff. So. Hast du Musik kennt von denen? Ja, und zwar. Also vom DJ Bobo, das war ja dann ein bisschen später gewesen, aber vom David Hasselhoff, ich mag mich erinnern, meine erste Vinylplatte, die ich gekauft habe, war Whitney Houston. Aber mein bester Freund, der Tobias Gerber, der war mega David Hasselhoff-Fan. Und ich habe ihn natürlich aus Ding gesehen. Knight Rider. Knight Rider, ja genau. Ja, das war sehr cool. Genau, das habe ich geschaut. Brian. Oh. Jetzt müssen wir wissen, in welcher Boyband, dass es einen Brian gibt. Ich glaube, bei den Backstreet Boys. Das ist absolut richtig. Hier sind wir in Bülach. Ein schöner Auftritt in Bülach. Auch das Publikum vorhin war das in Bülach. Du hast reüssiert. Du hast 4 von 5 Punkten, würde ich sagen. Bravo. Mhm. Hier schaut die Frau auf eine leere Autobahn. 73 Erdölkrise, Benzin wahnsinnig teuer. Und dann hat es leere Straßen gegeben, so ziemlich das Gegenteil. Zu dem, was wir vorher gesehen haben. Hier sind wir in Bern. Was, wann war das? 1973. Es war einfach verboten, an einigen Sonntagen Auto zu fahren. Und wer gefahren ist, ist irgendwie rausgenommen und untersucht worden. Da hat es eine Polizeikontrolle. Vielleicht halt ein Arzt, sagen wir mal, oder so. Die sind spazieren. Mit ihrem Boxerhund. Genau. Und sie hat nur ein Bein. Sieht fast so aus. Ja. Also, sie... Die Frau hat nur ein Bein, genau.
Es wird sehr gerne als Symbolbild gebraucht in der Presse für die Erdölkrise und so, aber ich glaube, es ist eine Autobahn, die erst fertig gebaut wird. Ah. Hergiswil, nicht Walden, hat mir der Archivar gesagt. Was es mich eben erinnert, nur noch mal zu sagen, das muss natürlich viel später gewesen sein, weil ich mich mag daran erinnern, ist, dass es leere Autobahnen gegeben hat, weil es doch die autofreie Sündung gegeben hat. Schweizweit. Oder ist das nur im Kanton Zürich? Ich glaube, so in der Stadt einfach, oder? Aber Zeltle schon noch recht gut, finde ich auch. Mhm. Genau. Wir spielen noch ein anderes Spiel, wo viel Glück und Zufall im Spiel ist und ich kenne die Bilder auch nicht. Es läuft hier ein Metronom, es läuft ein Countdown. Du sagst Stopp, ich halte an und dann kommt ein Bild und wir müssen beide möglichst schnell sagen, was wir denken, was, wer oder was man sieht. Ist gut? Du kannst Stopp sagen. Aber ich muss nicht. Mal, du musst. Stopp. Ursula Andres. Ja, mit ihrer Mutter. Weiß nicht. Okay. Meine Worte. Und wo ist es? Simon? Ich weiß es nicht. Was ist los? 1964. Und wer sehen wir? Ursula Andres mit ihrer Mutter. Ah, sehr gut. Der Punkt geht an mich. In Bern vor dem Bundeshaus. Richtig. Voilà. Gut, dass wir machen. Hier stopp. Mit Velo. Gut mit Velo, ja. Drei Velo. Velodieb. Antje. Nein. Jemand, der später ein berühmter Schriftsteller war. Sportplatz. Seine Mutter dort hing. Keine Ahnung, weiß doch nicht. Ja. Ja, was ist das? Das ist der Prinz Juan Carlos von Spanien, später König, hier gerade in der Ferien in Caen-sur-Sierre. Okay. Okay. Ja. Ich bin jetzt wirklich mit Königsfamilie bin ich mega schlecht. Das ist blond. Du kannst wieder Stopp sagen. Stopp. Vielleicht ist das ein. Weißt du, bevor man heiratet, hat man doch noch so einen Polterabend. Aha, ja. Wobei, nein, aber der. Oder vielleicht ist das Gangbang? Ja, ich glaube, dem habe ich nichts zuzufügen. Ja. Gut, das nennt sich Mädchensonntag im Seetal 1960. Was ist denn der Mädchensonntag? Das ist ein alter Brauch, das geht zurück auf den Zweiten Wilmergerkrieg von 1712. Und zwar haben dann die Frauen die Katholiken in die Flucht geschlagen und darum gibt es dann 3-4 Tage, wo Frauen auf der Strasse Männer einfangen mit Netz und die Männer werden erst freigelassen, wenn sie ein Lösegeld zahlen. Das ist meistens in Form von alkoholischen Getränken. Aber ich finde, Gangbang ist recht nah dran. Ich glaube, dieser Punkt geht an dich, ehrlich gesagt. Ich habe ja gar nichts gesagt. Ich sage Stopp. Okay. Nein, du musst nicht Stopp sagen. Natürlich. AKW, Anti-AKW. Ja. Vielleicht dort hinten ist gerade der Zug, was am Stoppen sind, was radioaktive Abfall entsorgen wollen. Nein, weiß nicht. Punkt geht an dich, Simon, total richtig. Kaiser August, Demonstration gegen das geplante Atomkraftwerk. Haha. Simon, ich finde eben, eigentlich machen wir das ja ein bisschen miteinander. Aha. Und, wir tun zusammen rätseln. Wenn wir unser Wissen zusammentun, wird es wahrscheinlich grösser. Gut, machen wir so. Ja, also, Fußball. Share your wisdom. Radio Argovia. FC Aro. Fanclub. Ich würde sagen, der FC Aro hat gewonnen. Hey, was mega gut. So, bist du in einem Team, Simon. Ja, das gibt den Punkt. FC Aro ist Meister 1993. Yes, sehr gut.
Pro Fortuna wurde Ihnen präsentiert von Lukas Frey, Archivar im Röntgenbildarchiv. Hey, sehr herzlichen Dank für deinen Besuch. Was, das ist es, Simon? Kein Fettel mehr, nichts. Also du kannst sowieso auch noch hier dabei bleiben. Es gibt noch Sachen wie, ich muss noch rasch die Welt erklären. Willst du das auch mitbekommen? Ich könnte mal die Welt erklären. Aha. Ari erklärt die Welt. Bundesrat Reisli ist ja sehr... etwas Schönes, wo man sich gut inszenieren kann. Man weiss, die Presse ist überall dabei, viele Fotografen auf einem. Hier haben wir so ein Bundesratsreisli. Hier haben wir übrigens auch mal einen sexy Bundesrat von 1970, wo wir in Sendung 1 gelernt kennen, der Nello Celio. Aber es geht um den hier. Der Hans-Peter Tschudi beweist hier, wie viril das er ist und mit starker Hand und starken Beinen kann das Land regieren. Das hat auch Adolf Ogi gemacht auf Bundesratsreise. Ob schon. Aha. Ja, der ist auch am Üben hier. Genau. Und dann haben wir noch jetzt unsere sehr schöne Rubrik «Says Who». «Says Who». Die Aufgabe ist einfach, ihr müsst bestimmen, was sagt A oder was sagt B. Sie können allenfalls so etwas denken. Wir freuen uns über Zuschriften. Schreibt eure Lösungen in die Kommentare oder auch sehr gerne an die Adresse hier. Voilà. Wir haben eine sehr gute Rubrik, die heisst «Tiere in der Politik». Das ist im Jahr 1968. Der König Olaf von Norwegen besucht Bundesbern. Da sind wir auf dem Landsitz. Man sieht, dass die Ehrengarde ist parat, die Teppiche sind ausgerollt und mitten durch das Geschehen läuft ein Bussi. Voilà. Ich könnte noch ein Lied singen, das ich gerne unter der Dusche singe. Ist das okay für dich? Mhm. Das heisst, «Life is just a ball of cherries». Life is just a bowl of cherries. Don't take it serious. Life's too mysterious. You work, you save, you worry so. But you can't take your dough when you go, go, go. Well, keep repeating it's the berries. The strongest oak must fall. The best things in life to you were just loans, so how can you lose what you never own? Well, life is just a bowl of cherries, a beastly on imps for easy. Ja, super. Also, ich habe jetzt schon gedacht, es geht etwas länger. Es kann aber auch heissen, dass es eigentlich einfach sehr unterhaltsam war, zumindest für mich. Und hat irgendjemand in der Zwischenzeit herausgefunden, wie die Band heisst?